Komm, du, der Tag ist kurz. Dass ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die wohl schmeckt. Zero Vanilla. Ich muss das mal probieren, so ein kleines Stück. Eigentlich nicht so gerne schwarz. Das ist, ja, aber das ist sehr lecker. Das ist so süßlich ein bisschen und so schön weich. Ja. Ne? Ja. Kann man wohl essen. Lecker. Zu Linsensuppe. Zur Linsensuppe. Mhm. Oh, die Kopfschmerztablette hilft nichts. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Wo hast du die Kopfschmerzen denn hauptsächlich? Und zieht mir so nach hinten. Warte, ich muss noch einen Schluck trinken, jetzt habe ich wieder Durst. Vanille-Cola schmeckt richtig ekelig. Ja. Mit richtig abartigem Nachgeschmack. Und weil die so ekelig schmeckt, nehme ich noch einen Schluck. Ist auf noch. Ist zu, ne? Ja. Ja, ist zu. Ich muss es sagen, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Nina. Was ist? Genieß die Natur hier. Mach ich doch. Ich kann nur nicht sitzen wegen meinem Rücken. Kannst du nicht? Nee, auf der harten Bank nicht. Dann knicke ich gleich so in der Mitte durch. Komm, du! Der Tag ist kurz. Dass ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. So, 10.000 Schritte voll. 10? Nee, haben wir noch nicht ganz. Aber zu Hause machen wir auch gleich noch ein paar. Ja, 10.000 kriegen wir. Also mit Haushalt und so habe ich meistens immer noch so 2.500. Wir müssen nur jetzt die 7.000 voll machen. Dann passt das auch. Hallo, mein Engel. Ich bin wieder da. Sag mal, interessiert dich das überhaupt? Hallo? Hier war gestern übrigens ein Eichhörnchen, ne? Im Vogelhäuschen. Da haben wir uns gefreut, dass endlich die Eichhörnchen hierher gefunden haben, ne, Leni? Hast du auch immer schön was zu gucken, ne? So, Leni, jetzt muss ich das im Auspacken hier. Jetzt geht's weiter. Ich habe uns nämlich noch einen leckeren Salat mitgebracht vom Mulchi. Dann unsere heißgeliebten Peppis. Wir essen ja immer diese, ne? Das müssen die von Dittmann sein und die aus der Tüte, die aus dem Glas schmecken, ne? Dann habe ich mir zum Nachtisch eine Obstmischung mitgebracht. Müllsäcke. Tomaten für den Salat. Paprika für den Salat. Kräutermischung für den Salat. Und nochmal Peppis. Oliven, weil Manuel die so gerne mag. Einmal Öl. Und dann habe ich noch dreimal Kuschelweich, das war im Angebot für 1,11 Euro. Einmal Glücksmoment. Einmal frische Traum.
Und als letztes Sommerwind. Das war's. Das ist unser Essen für heute Abend. Dann gibt es da noch ein Stück Hähnchenbrust zu. Ja, und das muss dann reichen, ne Leni? Du kriegst auch gleich dein Futter. Was hältst du davon? Pass auf. Pass auf, sonst rutschst du da runter, du kleiner Schlingel. Du kleiner Harry. Harry Weinfurt. Sie hart, eigentlich soll sie nicht auf dem Tisch. Komm, gehst du runter? Versuchen wir das erstmal auf diese Art. Gehst du bitte runter, Leni? Bitte. Es geht. Man muss das Tier nicht gleich schlagen. Es geht auch ohne Prügel. Das würde ich doch niemals machen, ne? Dafür liebe ich dich doch viel zu doll. Ne, mein kleines Teddy-Gesicht? Hallo? Was machen die da? Wir kriegen Glasfaser, Leni. Schnelles Internet. Und weiter geht's. Erstmal die Spülmaschine ausräumen, bevor wir hier überhaupt was kochen können. So, ich habe noch eben schnell die Betten abgezogen. Dann können die schon mal wieder in die Waschmaschine. Wenn das jetzt draußen wärmer ist, dann muss ich das wirklich alle 2 Wochen machen. Sonst fühlt man sich einfach nicht wohl. Und packen. 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 Killalini. Ich liebe dich. Ich liebe dich. So, Betten sind schön überzogen. Freust du dich? Mhm. Musst aber auch duschen, ne? Mhm. Nee, der Monat ist noch nicht rum. Weil mit stinkigen Moors geht es nicht ins frisch überzogene Bett. Das weißt du ja, ne? Monat ist noch nicht rum. Nee, das ist so Ritual, ne? Duschen muss man, wenn man ins frisch überzogene Bett geht. Mhm. Auch wenn man das sonst nur einmal im Monat macht, aber dann muss es wirklich sein. So, und wir essen jetzt ein bisschen Salat. Und was haben wir hier noch Leckeres? Hähnchenbrustfilet. Ja, was machst du denn hier? So. Ist das für mich? Dankeschön. Womit habe ich das denn verdient? Gar nicht. So, jetzt noch eben die Küche aufräumen. Und dann kann ich duschen und dann ist Feierabend. Und bei dir ist, glaube ich, schon Feierabend, oder? Wieso ist hier denn so ein Staub dran? Warum ist hier so viel Staub dran? Oder sind das Haare von dir, Madame? Was soll das? Mit deiner eingeknickten Pfote da immer. Du? Nerv ich dich? Wie kann man eigentlich nur so süß sein? Erzähl mir das eben, wie man so süß sein kann. Ich fress dich auf. Süße, ne? Meine Süße.
Der Haushalt ist gemacht, der Trockner läuft jetzt noch. Es ist 9 Uhr, Betten habe ich überzogen. Hier ist auch alles wieder aufgeräumt, die Küche, wir haben ja gerade lecker gegessen. Das war, glaube ich, das Letzte auch, was ich gefilmt habe. Schritte sind voll, ich bin auch drüber, ich habe 12.000 heute. Dann habe ich gedacht, weil ich hier sowieso jetzt duschen muss, dann kann ich auch noch eine Runde hulern. Ja, weil da kommt man ja immer extrem ins Schwitzen und das mache ich jetzt. Und dann würde ich sagen, für heute war es das auch. Was ist hier los? Nicht viel. Es war ein sehr erfolgreicher Tag heute, ne? Wir haben uns an den Essensplan gehalten, außer der Hotdog heute Mittag. Aber ansonsten haben wir gut Sport gemacht. Jetzt noch hulern. Schritte sind voll. Wir können nicht meckern. Wir sagen auf jeden Fall jetzt vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.